Zu den Ausstellungen im Depot Pohlströer ist es eine schöne Tradition, im Haus begleitend zu den an sich schon sehenswerten Exponaten auch lebendiges Handwerk zu präsentieren. Depotleiter Michael Schuster nimmt uns an einem der Ausstellungstage mal mit. Ganz besonders glücklich sind wir, dass Marion Krebs aus Chemnitz-Grüna schon seit mehreren Jahren unsere Osterschau mit unterstützt. Und sie hat eine ganz besondere Maltechnik zu bieten. Und wir versuchen mal zu erklären, was sie so tut. So, also ich persönlich habe hier ganz viele Eier dabei. Und zwar sind das alles Gänse-Eier, die großen hier, wie sie so alle so sind hier. Alle verschieden, ich habe kein gleiches. Dann habe ich Hühnereier, die man so üblicherweise an den Strauch hängt. Auch das sind sehr verschieden. Alle möglichen Techniken sind dabei. In letzter Zeit die neuen, da habe ich aufgeworfene Eier gemacht. Und zwar sind die mit einer Masse beschichtet und dann bemalt. Dadurch halten sie auch ein bisschen besser und sehen natürlich ein bisschen voluminöser aus. Was ich hier habe, ist ein Straußenei. Das ist das größte natürliche Ei. Und das habe ich heute hier bemalt und ist jetzt fertig. Das ist nur Wasserfarbe, die ich benutze. Eine Kinderwasserfarbe, wie man es ganz üblicherweise kaufen kann. Nichts Besonderes mit normalen Pinseln. Und das wird dann mit nach Hause genommen, muss lackiert werden, damit das haltbar ist. Die Seite habe ich schon lackiert, die ist auch fertig. Und dann kann es verkauft werden. Morgen würde ich es wieder hinsetzen und zum Verkaufen ist es dann geeignet. Die Osterschau ist bis zum 7. April 2024 zu erleben. Mit dem Sonderthema Blütenträume auf dem Ei werden einzigartige Stücke aus der Sammlung Pohlströer gezeigt. Darüber hinaus sind Leihgaben von Dritten zu sehen. Österliche Dekoration, ein Osterbrunnen und Spielzeug runden die Präsentation ab.